sie hätte es gekriegt haben für das, dass sie meine Meinung gesagt haben. Jetzt habe ich einen Preis gekriegt. Nein, nein. Von der Lederhose. Für das, dass ich das gesagt habe, für meine Meinung, habe ich meinen ersten Preis aus Deutschland gekriegt, Oma. Ja, du, Melissa, das wegen ist, der Lederhose. Ja, weil ich sie gesagt habe, die ziehe ich nicht aus. Jetzt habe ich den Preis gekriegt. Ja. Da sind wir zwar da gesessen, ich bin jetzt nicht in dieser Schlagersendung dabei, aber Oma, wie hast du zu mir einmal gesagt, auf jeden Kirchtag muss man nicht tanzen. Nein. Nein. Braucht man nicht auf jeden Kirchtag tanzen? Ja, wirklich nicht. Und du bist mein Schatz. Und du meiner. Und weißt du, was das Beste ist? Nein. Den gibt es nur ein einziges Mal. Und extra für mich haben sie den gemacht. Ja, Melissa. Ja, schreiben wir den auch selber. Ja. Jetzt lies einmal vor. Der erste Award in Deutschland, den hast du jetzt als erstes gesehen. Geh. Ja. Smago Award 2021. Und da steht... Arsch in der Hose. So heißt der Award. Weißt du, was das heißt? Nein. Dass man seine Meinung sagt. Und die hat ich gesagt. Man muss oft einmal seine Meinung sagen. Du hast schon recht, ja. Ja. Und nachher steht da Melissa Naschenbeck und dann steht Schlager Champion der Herzen. Okay. Und jetzt lese ich davor, was die da drauf geschrieben haben. Nein, nein. Selten hat eine Top-Künstlerin in der Schlagerbranche mal ihre Meinung so ehrlich geäußert. Respekt und danke dafür. Nein. Und nachher, geradlinig, aufrichtig, emanzipiert und sexy in Personalunion. So schreiben die über mich. Ja, bist du schön. Und nachher steht drunter, nicht nur deine Fans, auch die drei großen deutschen Schlagerportale stehen wie eine Wand hinter dir. Ach, okay. Jetzt haben die extra sich zusammengeschlossen. Ja, und an dieser Stelle zeigen wir das jetzt einmal in die Kamera. Melissa. Möchte mich ganz, ganz herzlich beim smago.de Portal, bei schlager.de und bei den Schlagerprofis ganz, ganz herzlich bedanken. Ich habe wirklich eine riesengroße Freude, dass meine Ehrlichkeit jetzt meinen ersten Preis in Deutschland zu mir heimgebracht hat. Und die Oma freut sich mit mir mit, oder? Ja. Oder wenn wir jetzt mal was trinken auf dem Pokal? Ja, freilich. Der erste Pokal in Deutschland. Wuhu! Oma, so haben liebe Grüße und danke. Dankeschön und viele Grüße nach Deutschland. Ma, Oma. Mein Kind. Und die nächsten Socken für die nächste rosa-rote Lederhose sind eh schon in Arbeit.